Ich hab den Turm. Ich hab den Turm. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Clash Royale. Ist schon ein wenig her, dass ich eine aufgenommen habe, aber ich wollte mal wieder eine machen, weil, wie man sieht, es ist ja auch ein Haufen, was wir hier also tun können. Und also Ton öffnen und so. Und punktemäßig, ich habe schon ein bisschen weitergezockt zwischendurch mal und ab und zu mal. Dann hatte ich aber wieder keine Lust und so weiter und so weiter. Ist ja eigentlich ja völlig egal, interessiert keine Sau. Ja, aber ich mache direkt mal ein kleines Opening. Also mit den ganzen Sachen, die ich hier sowieso habe. Clan-Tour ist auch, glaube ich, auch noch. Und dann gucke ich mal ein bisschen in den Clan rein. Und dann mache ich vielleicht noch ein, zwei Spiele. Mal sehen. Ich hau auf jeden Fall im Hintergrund wieder ein bisschen Mucke rein. Und dann wünsche ich viel Spaß. So, erstmal Mucke machen, ne? Erstmal Mucke machen, so. Passt. Gut, ja, was haben wir hier denn alles? Wir haben... womit fangen wir an? Wir fangen mit den Gratis-Truhen an. Bisschen Gold, wunderbar. Feuergeister kann ich auch gebrauchen, Bomber kann ich auch gebrauchen. Nächste gleich hinterher, Gold. Oh, wie heißt das? Elixierofen, Elixiersammler, sowas. So, das war's auch wieder schon. Dann haben wir die Silbertruhen gleich hinterher. Gold, eine Musketier, nur Musketier können wir updaten. Feuergeister, wunderbar. Nächste hinterher. Gold, Valkyre, Elite-Barbaren nehme ich auch gerne. Gold, Ofen, wieder Elite-Barbaren. Gold, Pfeile, Kanone. Und dann haben wir natürlich die Kronentour auch noch. Gold, Juwelen, Bogenschütze. Oh, Feuergeist auf Level 7, finde ich gut. Feuerball können wir auch updaten, wunderbar. Und eine Hexe, sehr gut. Aber reicht leider noch nicht ganz. So, Kronentour haben wir schon wieder als nächsten. Hier haben wir noch die Clan-Tour. Machen wir natürlich auch noch auf. Da sind nämlich viele sollen es nicht sein, aber ein paar. Den Minenwerfer, die Rakete und oh, einen Gift, das ist auch schön. Und dann bitten wir natürlich hier auch gleich um, was nehmen wir dann, was brauchen wir dann, was nehmen wir dann? Auf was habe ich denn mal Bock? Wir können so viel updaten, ne? So viel updaten und so wenig Kohle. Ich nehme mal den Riesen. Riesen kann man immer gebrauchen. So, haben wir irgendwas Schönes im Shop? Nein. Schade. Hier haben wir irgendein Zeug zum Updaten hier. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bastel mal so ein bisschen am Deck rum. Weil... ist besser. Bogenschützen nehmen wir mit rein, statt dem Feuerball. Koboldfass würde ich gerne mit reinnehmen. Statt... Tja, statt was? Statt dem Riesen. Den können wir, den Königsriesen können wir auch kräftig updaten, ne? Und was, wenn ich alles updaten können? Meine Güte nochmal. Ich will mal versuchen, mit der Konstellation was zu reißen. Ob die Elite-Barbaren auf Level 7 schon so weit sind, weiß ich nicht, aber mal sehen. Man kann es ja mal versuchen. Gibt es eigentlich im Clan was Interessantes? Ne, das sind alles Kämpfe, die schon ausgeblendet sind. Wir haben wir Zuwachs gekriegt. 14 Leute immer noch? Ne, ich glaube nicht. Das hat sich alles so harmonisiert mittlerweile. Warum habe ich eigentlich den Finger hier so gehabt? Ist egal. Ja, wir kämpfen. Kämpfen ist immer gut. Wir laufen an mit der Prinzessin. Hexe. Der Hexe. Prinzessin. Ah, das wäre ja schön. Er kommt gleich mit dem Bomber. Den hauen wir mit der Flugeinheit eventuell vorher weg. Mal gucken, ob wir ein bisschen was reißen können damit.
Ich glaube nicht. Ne, Level 3er Hexe hat er. Ja, ein bisschen Schaden kriegen wir raus, aber viel ist das nicht. Das ist, da fehlt der Damage-Dealer vorne am Turm. Obwohl, oh, die Punktschützen darf man nicht unterschätzen. Die hauen echt Damage raus, ne? So, gucken wir nochmal. Wir laufen mal von hinten mit der Hexe an. Nochmal. Hatten wir eben ja schon mal. Und dann versuchen wir mal einen Überraschungsmoment mit den Elite-Barbaren zu hauen. Ja, natürlich. Ich hab's doch geahnt, dass er auch sowas hat. Aber dafür hat er die Hexe da hinten total vernachlässigt. Und die hauen da echt Damage raus jetzt, ne? Wollen wir dich mal ein bisschen fordern? Ja, fordern ist jetzt untertrieben gewesen, ne? Aber ich hab ihn weiter runter. Aber wenn er mit den Elite-Barbaren nochmal anläuft, dann habe ich ein Problem. Der Turm ist weg. Nein. Oh, das war ja klar. Echt? Kommt jetzt mit Bomber. Auch geil. Nein. Oh, verdammt. Das war jetzt ein... Das war eine ganz doofe Strategie von mir gerade. Nee, das krieg ich nicht backen. Oh, das war ein guter Angriff, aber einmal Barbaren höher und noch ein Wut dabei. Keine Chance. So schnell konnte ich dann auch nicht reden. Oder wollte ich ja vielleicht zu viel, ich weiß es nicht. Aber mal sehen. Ein Wut mit reinnehmen? Weiß ich nicht. Bin nicht so der Wutspieler, ich kann das nicht so gut. Auch nicht auf einen anderen Account, also ist irgendwie... Mal gucken. Aber ein neu gebautes Deck, man soll es nicht verfluchen, man soll damit testen und probieren. Ja, ist schon nicht mal so schlecht. Richtig Druck aufbauen hier. Oh, ja, auch Barbaren dabei, das gibt's doch nicht. Soll ich dir mal meine Barbaren zeigen? Gut. Ja, den Turm kriege ich nicht verteidigt, das ist schon klar, aber ich kann da gleich einen schönen Angriff laufen dadurch. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so ungelohnt.
komm, die muss ich so verteidigen. Ja. Ich habe sowas Ähnliches geahnt. Nein, ah, die kommen zu spät, die Jungs. Ah, nein, 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 verdammt. Komm, Bomber, den schaffst du. Ja, komm, den Bomber kriegst du nicht mehr weg, aber... Nein, überfahren. Nein, 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 komm, 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 fast noch ein Dreier hingekriegt, aber hätte ich mich jetzt auf den großen Turm konzentrieren sollen, weiß ich nicht. Egal. Oh, von LMZ. Let me zocken. Danke, let me zocken. Ja, direkt noch einen Kampf hinterher, ne? Ja. Das ist eine doofe Starthand. Ja, genau. Deswegen ist es eine doofe Starthand. Der Bomber haut da ganz schön Schaden raus, ne? Lohnt nicht. Ich muss hier jetzt. Muss den, ja, genau. Den Kollegen muss ich jetzt hier abwehren, weil. Oh, kommt er mit so. Kommt er mit Blitz rüber oder so. So, Bogenschützen, ihr müsst da unterstützen. Es hilft alles nichts. Oh Gott, hau die Schaden raus, diese blöden Barbaren. Alter Schwede. Oh, er hat ein, oh, das wird unser Verderben sein, das Ding. Nein. Oh. Spielen auch alle mit den Elite-Barbaren, ne? Die sind auch stark. Das ist ja das Doofe da dran. So. Laufe ich halt von hinten mit der Prinzessin an. Prinzessin Hexe. Ja. Die muss ich. Das ist unfassbar, wie viel Schaden die machen. Ein Inferno-Turm, ernsthaft? Einen hole ich mir. Einen hole ich mir doch. Das lasse ich ja nicht auf mir sitzen hier. Ja.
kriegst du in 3 Sekunden nicht mehr. Aber einen habe ich mir geholt. Ah, diese Elite-Barbaren. Super im Angriff. Scheiße zu verteidigen, finde ich. Außer hast du einen Inferno-Turm, da geht alles. Scheiße, Inferno-Turm-Spieler. Da muss ich mir noch was anderes einfallen. Da muss ich doch noch einen Feuerball mitnehmen, ne? Oder ich nehme mal. Oh, noch Hütten? Ich nehme mal eine Hütte mit. Das wäre doch was. Statt den blöden Frosttypen nehme ich eine Hütte mit. Den Frosttypen. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Ich schlage mich hier als Level 7er hier durch die große Arena, also. Ach, schon wieder eine doofe Starthand, oder? Ja, geht eigentlich. Mhm. Na, ein Skelett, das war klar. Komm, okay. Wieder Elite-Barbaren. Diese Elite-Barbaren, das ist auch heftig. Ich wollte nur beim. Ich habe die Valkyrie eben nicht gesehen, ich habe woanders hingeguckt. Oh, stell ich mich schon wieder blöde an. Unfassbar. Unfassbar, wie ich mir gerade schon an. Jetzt kommen wieder die Elite-Barbaren. Soll ich mal einen Elite-Barbaren-Angriff machen? Zu früh. Das war vielleicht sein entscheidender Fehler. Ich weiß es noch nicht. Nee. Ja, komm, komm, komm. Oh. Durchcyceln hier. Ja, komm. Komm, 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 komm. Jawohl, Bomber. Danke, Flächenschaden macht es mir jetzt möglich. Oh. Hätte auch noch gefehlt. Och, eine Magietruhe. Eine Magietruhe. Eine kostenlose Magietruhe. Ich bin begeistert. Ja, ich kämpfe erstmal weiter. Ich bin trotzdem begeistert. Finde ich gut. Kostenlose Magietruhe. Ha, immer schön sowas. So, wir spammen eine Hütte. Kann man bei einer Hütte schon spammen sagen? Oh, wieder Elite verfahren. Und noch ein Frostmagier hinterher. Ja, oh komm, die hauen gleich hier gewaltig rein. Wie, die haben 400 und irgendwas schon runter hier. Das gibt's doch nicht. Und Pfeile hat er auch noch. Ich glaube, mit sowas.
Ich muss öfter meine Elite-Barbaren einsetzen. Am besten, jetzt kommt er auch noch mit dem Schweinereiter um die Ecke. Knaller. So, okay, pass auf, Jungs. Die waren nicht so schlecht jetzt. Das kriegen die mehr verteidigt. 153, wie soll ich das denn verteidigt kriegen? Ja. So, das war schon klar. Elite Barbaren Level 8, ja. Mann, das ist schon doof. Ich fühle mich gemobbt. Gemobbt von Spiel. Ja, natürlich kommst du jetzt auch noch mit sowas um die Ecke hier. Komm. Echt jetzt. Jetzt will ich es erzwingen, das ist auch verkehrt. Er hat auch immer gleich die passende Abwehr überall parat, ne? Ja, komm, Elite-Barbaren kommen jetzt gleich nochmal, oder die. Das war ja schon klar, dass sie gleich nochmal kommen. Doof. Wie sie auch alle mit Elite-Barbaren die Push-Strategie spielen, das ist irgendwie komisch. Finde ich. Ach komm, viel Glück. Pa. Mit Glück hat dieses Spiel meistens nicht so viel zu tun. Tatsächlich. Elite-Barbaren, ja, natürlich kommst du gleich mit sowas. Was du noch sonst? Ich hab den Turm. Das hat er jetzt, glaube ich, nicht vermutet. So, gleich kommt wieder die Elite-Bahn mit dem Push-Angriff. Der ging in die Hose. Jetzt heißt es eigentlich nur noch verteidigen. Ah, jetzt kommt er noch mit sowas um die Ecke, das gibt's doch nicht. Okay, ich brauche die Hexe. Oder den Drachen, je nachdem. Moink. Jetzt habe ich nicht genug Elixier hier. Ja, komm, Tom, kriegst du. Wer kommt denn mit sowas? Ernsthaft? Okay, wollen wir mal Fs extrem pushen hier.
Nein, ach, dann kommt hier wieder einmal so ein Feuerball um eine Ecke quasi. Ja. Komm, Edite Baban, komm, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, nein! Ja, komm, 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 das schafft ihr beiden da. Ja, komm, Bomba, oh nein! In letzter Sekunde nicht getroffen! Oh. Scheiße. So, ich glaube, das soll es gewesen sein. Da lassen wir mal aufhören. Okay. Ich wünsche noch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst alles da, was ihr wollt. Danke LMZ, dass du so fleißig gespendet hast eben. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.